Unter der Plane vor einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Lichtenberg lag am Montagabend eine Leiche. Zwei weitere Leichen wurden in einer Wohnung des Hauses gefunden. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich hier ein Familiendrama abgespielt. Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Ein 46-jähriger Mann hat sich aus einem der oberen Stockwerke des 17-stöckigen Hauses gestürzt. Zuvor war es so, dass sich eine Familienangehörige Sorgen gemacht hat, weil sie die 41-jährige Wohnungsmieterin nicht erreichen konnte. Sie kam dann heute Abend hier zu dieser Wohnung und fand dann in der Wohnung die 41-jährige Frau und ihren 10-jährigen Sohn tot auf. Und nahezu im gleichen Moment stürzte sich dann der 46-jährige Lebensgefährte der Frau aus dem Fenster und war dann auch tot. Nach unseren ersten Erkenntnissen dürfte es sich dabei um den Täter zu diesem Tötungsdelikt handeln. Nach den Erkenntnissen der Polizei waren die Frau und ihr Kind schon seit Tagen tot. Die Hintergründe für die Tat seien noch völlig unklar, hieß es. Bekannt ist, dass der Mann nicht der Vater des Kindes war.